Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Warframe. Heute öffnen wir wieder den Griffen. Und zwar, wir harponieren Tiere. Warum wir Tiere harponieren? Natürlich, um den Griffen zu öffnen. Und das geht ungefähr so. Man klopft in die Harpune rein und dann ist der Griffen offen. Aufgabe erfüllt, alles gut. Nein, natürlich nicht. Ich zeig euch, wie es am besten geht, meiner Meinung nach. Und zwar geht es um diesen Griffen hier. Ein Nahkampfriffen. Töte 9 wilde Tiere mit einer Harpune, ohne zu sterben oder zu Boden zu gehen. Gut, die Tiere sind auf dem Boden, aber wir dürfen nicht auf den Boden gehen. Nicht, dass ihr denkt, ihr dürft jetzt nicht laufen, ihr müsst fliegen. Nein, ihr dürft sozusagen nicht getroffen werden, dass ihr umfällt um euch und euch wieder beleben müsst. Für alle, die jetzt Anfänger sind, ist das vielleicht eine hilfreiche Information. Eigentlich war das mehr als Scherz gedacht. Aber ab in die Eidolons, in die Ebenen von Eidolon mit Evara. Nahkampfwaffe ist völlig egal. Hauptsache der Riven passt rein. Und dann geht's hier los. Unsichtbar machen, Harpune auswählen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten mit Evara natürlich hier auf die Jagd zu gehen. Aber die Unsichtbarkeit ist eine der besten Varianten, um hier diese Kondrok zu jagen. Diese Vögel hier. Oder Hasen. Na, die Kuaka sozusagen. Okay, einer daneben. Ich dachte, der fliegt los. So, das war jetzt natürlich das Paradebeispiel. Ist super gelaufen. Ich war ein bisschen weit genug weg. Die haben es nicht geschnallt, dass ich einen erwischt hatte. Und deswegen sind sie sitzen geblieben. So, es läuft aber nicht immer so. Der hier hat nicht genug Schaden bekommen und alle hauen ab, bis auf den hier, der ist ein bisschen langsam. Ich glaube, der war gerade am Kacken, wo er losfliegen wollte. Aber den erwischt man halt ganz gut. So, und hier hat man natürlich die Kuaka. Also nicht das kleine braune stinkende Ding, sondern Kuaka. Das sind diese kleinen Hasen hier. Es gibt, da kann man Rückenkrallen von sammeln. Hier seht ihr nochmal, wenn es natürlich Nacht wird, oder ihr könnt durch den Scanner gucken, ob das jetzt der von Semaris ist oder der normale Scanner, macht nichts. Dadurch erkennt ihr die Vögel, also die schrägen Vögel hier auch so. Nachts natürlich besonders gut. So, Evara hat eine besondere Fähigkeit, sie hat Schlafpfeile. Die könnt ihr losschießen und dann könnt ihr hier die Vögel ganz einfach wegharponieren. Das ist so wie ich mit Captain Ahab und hier den weißen Moby Dick. Seid ihr sichtbar, werdet ihr die Vögel nicht erwischen können. Okay, dass der Seil um die Füße wickelt, nicht. Aber sobald ihr sie einschläfert, sind sie ganz simpel mit Evara einzufangen. Geht natürlich auch mit anderen Frames. Evara finde ich da den besseren Weg. So, Kogake hat es gegeben. Ein Riven für die Kogake. Und das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Hier noch ein Gruß an Rebecca von DE, die diese Challenge versucht gerade zu machen. Ich hoffe, ich kann ihr damit vielleicht weiterhelfen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für beides umso mehr. Danke an euch und auf Wiedersehen. Tschüss.